Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Rote Edition Randomizer Nuzlocke. Und wir sind, glaube ich, schon im Part 4. Wir waren hier im letzten Part in Memoria City angekommen und haben noch geschafft, unsere Pokémon zu heilen, und dann wollten wir noch ein bisschen die Stadt erkunden. Und dann haben wir den Arena-Kampf vor uns. Hier gibt es nur wenige ernsthafte Pokémon-Trainer, aber Rocco, der Arena-Leiter von Memoria City, versteht sein Geschäft. Er hat ein Geschäft. Kann man dort Klamotten kaufen oder so? Mal keine Schilder, was bist du für ein Typ? Du bist Trainer, Rocco, ständig auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Folge mir bitte, aber ich will da nicht lang. Lass mich und glitsch da nicht vor mir so komisch rum. Hallo. Seht ihr das? Der glitscht da voll rum. Wenn du genug Mumm hast, dann versuche dich an Rocco. Nein, ich hab gesagt... hallo, das sind Steine. Nein, ein Zaun. Der muss sich hier so durch die Ecke durchgeglitscht haben. Sonst kann ich mir nicht vorstellen, wie er durch den Zaun durchgekommen ist. Ein junges Mädel. Gerüchten zufolge sollen die Pipis vom Mond stammen. Nachdem der Mondstein auf den Mondweg fiel, sind sie erstmals aufgetaucht. Oh, unsere erste Höhle. Boah, das Grauen. Und dann haben wir hier noch. Für Kinder kostet der Eintritt 50 Pokédollar. Möchtest du hinein? Okay, das sind 50 Pokédollar. Vielen Dank. Ui, was bist du für eine? Dies ist ein außergewöhnliches Fossil. Echt? Oh, ein Aerodactyl. Ein urzeitliches und seltenes Pokémon. Aus dieser Generationssicht, ja. Und ein Kabutops. Ein urzeitliches und seltenes Pokémon. Sie auf den Schildern? Nix. Gut. Oh Gott, noch ein Kind. Mondstein! Was ist daran so einzigartig? Jetzt, was? Die erste Mondlandung. Für die Fernsehübertragung hatte ich extra ein Farbfernsehen gekauft. Oh je. Gibt's doch bestimmt auf DVD heutzutage. Auf dem Mondberg gefundenes Meteoritengestein. Mondstein in Klammern? Fragezeichen und so weiter. Was machst du da? Warum stehst du hier so rum? Momentan haben wir eine Raumfahrtausstellung. Die werdet ihr in 30 Jahren noch nicht verlieren. Ich hätte gerne einen Pikachu. Es ist so furchtbar süß. Mein Papa soll mir eins fangen. Na, dann fangt ihr doch mal eins. Ja, ein Pikachu, ein Fisch. Ein Pikachu. Ich verspreche, ich fange eins. Aber nicht mir, das sollst du deiner Tochter versprechen. Und nicht mir, was soll ich denn mit dem Pikachu? Space Shuttle Columbia. Hatte ich mir das jetzt hier angeguckt? Ach ja, auf dem Mondstein, genau. Ich frage mich aber gerade... hier ist ein Kabutops. Hier ist ein Aerodactyl. Wo ist Amoroso? Ihr habt hier nicht mal Amoroso ausgestellt. Was soll denn das? Was ist das hier? Nix. Kommen wir nicht weiter. Hier ist noch ein Haus. Nidoran, sitz! Okay. Unser Pokémon ist ein Außenseiter, deshalb ist es schwer zu erziehen. Ein Außenseiter ist ein Pokémon, das man in einem Tausch erhält. Es entwickelt sich rasch, doch im Kampf kann es vorkommen, dass es unerfahrene Trainer nicht gehorcht. Wenn wir doch nur ein paar Orden hätten... Orden gibt euch also Erfahrung. Okay. Der Typ steht immer noch da. Was sagst du? Warst du schon im Museum? Ja, eben gerade. Waren die Fossilien vom Mondweg nicht einmalig? Ja, aber hast du schon mal gemerkt, dass da eins fehlt? Da ist kein Fossil von Amoroso zu sehen. So eine Pleite. Oh, ein Pokémon-Laden. Man seine Pokémon eifrig trainiert, können selbst schwächere Pokémon für Überraschung sorgen. Oder gut sein.
Wieder alles ausgetrunken oder steht hier noch was? Ein zwielichtiger alter Mann hat mir dieses seltsame Pokémon angedreht. Es ist vollkommen schwach und hat 500 Pokédollar gekostet. Ah! Ob das hier in der Randomizer auch so ist? Wir dürfen ja auch in einer Stadt ein Pokémon mitnehmen, habe ich ja gesagt. Wie gesagt, pro Route und pro Stadt. Das bedeutet, das habe ich extra mit eingefügt, dass wir zum Beispiel ein geschenktes Pokémon, das wir in einer Stadt bekommen könnten, behalten dürfen. Und nicht es irgendwo wegschmeißen müssen oder gar nicht erst holen dürfen. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Ich möchte gerne etwas kaufen. Was haben wir denn? Pokébälle? Wie viele habe ich denn noch? Steht hier auch noch nicht drin. Wow. Ich glaube, ich habe noch 8. So viel Pokédollar haben wir gar nicht. Ja. Ich nehme erstmal nur 2. Und Trank nehme ich. Ja, ich brauche am Anfang noch Tränke. Ist blöd, dass wir kein Geld mehr haben für irgendwas, aber jetzt am Anfang beim Training brauche ich das noch. So, dann haben wir die ganze Stadt erkundet, dann brauchen wir jetzt nur noch die Arena. Irgendwie überleben. Wen habe ich eigentlich noch vorne? Immer noch? Ja, immer noch Jenny. Gut. Ich möchte aber Kämpfer nach vorne packen. Zu Glück haben, was ein gutes Pokémon ist. So. Ich werde dann auch mal speichern. Sollte ich auch mal tun. JB hat das Spiel gespeichert. Was machst du? Hallo, sieht aus, als hättest du das Zeug zu einem echten Pokémon-Champion. Ich bin kein Trainer, aber ich kann dir ein paar Tipps geben. Lass mich dir den Erfolg zum Sieg zeigen. Okay, alles klar, dann kann es losgehen. Das Pokémon an der Spitze der Pokémon-Liste kämpft als erstes. Ach, wenn du die Reihenfolge änderst, könnten Kämpfe leichter werden. Ja, hallo, warte. Ne, ich habe genauso wie bei Schwester Joy zu schnell geklickt. Der Tipp ist kostenlos, lass uns anfangen. Was? Pokémon an der Spitze der Ich will diesen Tipp nicht. Ich habe den gerade erst gelesen. Steht hier was dran. Mamoria City, Pokémon Arena, Leitung Rocco. Bisherige Sieger Zeo. Was? Zeo war vor uns hier. Das können wir uns nicht antun. Komm hier, ich spreche dich direkt an, ohne an dir vorbeizugehen. Bleib stehen, wo du bist, Kleiner. Ich zeig dir gleich, wer klein ist. Ich bin nicht Lichtjahre von Rocco entfernt. Ich glaube, er hatte 2. Rocco hatte, glaube ich, 2. Ein Kleinstein, ein Onyx. Im Original. Bei einer Randomizer natürlich nicht. Du hast ein... Oh, du bist ein Techniker. Und hast einen Porygon. Ui. Das könnte schwierig werden. Vor allen Dingen mit Psychokinese auf ein Psycho-Pokémon loszugehen, ist schwer. Da, sehe ich schon. Und... duckt sich. Was ist das Ducken gewesen? Oh. Wenn er sagt leuchtet, dann ist es himmelsfähiger. Beim Ducken. Könnte. Sprungkick sein oder so? Schnapp ihn dir! Was? Das bringt auch nichts und es ist ein Volltreffer gewesen. Einzige, wir haben ihn gelähmt. Schnapper! Schnapp ihn dir! Das heißt, wir konnten seinen Angriff abbrechen. Cool. Der Nebeneffekt gefällt mir. Und es greift weiter an. Wie auch immer du das mit deinen komischen Händen machst. Schnapp ihn. Dadurch wirkt nämlich sein Ducken nicht mehr. Das heißt, wir haben erfolgreich seinen Angriff blockiert. Juhu. Gut gemacht. Porygon ist gelähmt. Los, das ist dein Gegner. Den schaffst du alleine, ohne Hilfe. Solange wir treffen... Oh. Diese Attacke ist in dieser Generation anscheinend noch eine von denen, sowas wie Wickel oder so. Das heißt, man kann währenddessen nicht selber irgendwie angreifen. Der Gegner natürlich auch nicht. Das war in dieser Generation ja noch so. Das ist im Prinzip so relativ unfair. Ihr habt ja sehen können, Porygon konnte nicht einen Angriff starten. Er hat es geschafft, einen Angriff aufzuladen, weil ich eine andere Attacke probiert habe. Shinnok!
Schlag. Los, genug Kämpfe, das war ein guter Kampf. Unfair, aber gut. Los, Donnerblaze! Auf Chinook! Brutzel ihn! Geduld! Ah! Immer noch ein Donnerblaze! Stimmt. Kriegen wir jetzt, wir kriegen ja diese Generation auch noch TMs von den Arena-Leitern. Passt. Kriegen wir jetzt auch noch die original festgeschriebenen oder werden die auch randomized? Ich hab ja gesagt, TMs werden getauscht. Oh. VMs nicht, aber TMs. Lernt Reflektor, super. Da lernst du eine Attacke und es ist Müll. Zumindest noch irgendwie für mich. Ich benutze meistens so eine Statusattacke nicht. Dafür bin ich dann doch nicht so. So. Was machen wir? Ich habe keinen Schaden genommen, nur ein paar Attacken verloren. Nicht das Level, ja gut. Rocco, du bist dran. Ich bin Arena-Leiter von Memory City, Rocco. Meine Devise ist eine steinharte Verteidigung, felsenfeste Entschlossenheit, deshalb trainiere ich Stein-Pokémon. Eigentlich, aber diesmal, weil du randomized hast, habe ich andere Pokémon. Willst du es immer noch mit mir aufnehmen? Okay, zeige mir. Das war eine Frage, ich konnte gar nicht ja oder nein sagen. Was soll denn das? Dip, dip, wie heißt du jetzt auch wirklich noch so, oder? Nein, du heißt Robin! Oh, guck mal, unser. Oder seht mal, unser Rocco wurde zu einem Robin. Die Arena-Leiter-Musik setzt das erste Mal ein und nicht schon wieder ein Quab. Oh nein, nein, nein. Und Level 12. Seid ihr des Wahnsinns? Seid ihr des Wahnsinns? Was mache ich denn nun? Aurora-Strahl. Ist klar. Ist klar. Hallo. Kämpfer, Hilfe. Was? Blättertanz. Bist du verrückt? Papa, vorhin beim Training schon eins der Pokémon, auf die ich nicht treffen wollte. Aber Kämpfer, nein. Unser Kämpfer ist leider abhanden gekommen. Amelie, du bist unsere Chance. Weil es ist ein Quapo. Donner ihn eine! Rache für unseren guten Kämpfer. Der war gerade auf Level 9, hat ein tolles Porygon fertig gemacht. Und hatte zwei coole Attacken, aber leider, ich darf ihn nicht heilen. Aufgrund der Nuzlocke-Regel. Das heißt, wir haben das erste Pokémon für unsere Friedhofsbox. Ja. Und das ist auch noch, war auch noch unser Starter. Robin wird als nächstes Galoppa in den Kampf schicken. Wir haben ein Wasser-Pokémon, das keine Wasserattacken kann. Yay! Den Doxer, dir fehlt etwas. Du warst Feuer Silberblick. Oh nein, das will meine Verteidigung schwächen. Los, donner ihm eine. Ja, Paralyse. Das ist gut. Karateschlag. Bam. Hau ihm die Füße weg. Ah, oh, Hyperheiler, ja, war klar. Verpass ihm noch einen Donner. Damn. Geschafft! Unser erster Arena-Sieg. Juhu! Leider mit einem Verlust. Unser Kämpfer war nicht stark genug. Ich hatte gehofft, ich muss nicht so schnell eine die Friedhofsbox benutzen, aber... Kämpfer! Welche Attacke soll ich vergessen werden für Ultraschlag? Ich nehme Slam weg. Ultraschall meine ich, entschuldigt. Robin besiegt. Ich habe dich falsch eingeschätzt. Nimm den Felsorden als Zeichen meiner Ehrerbietung. GV erhält den Felsorden. Juhu, das ist ein offizieller Orden der Pokémon-Liga. Die Pokémon der Person, die den Orden trägt, werden stärker. Von nun an können deine Pokémon jederzeit Blitz einsetzen. Oh nein, das ist so eine dämliche VM gewesen. Ich dachte, hier wäre der Zerschneider gewesen, aber anscheinend nicht.
JV gewinnt. Oh, ich habe mein Geld zurück, was ich für die Items ausgegeben habe, die ich nicht einsetzen konnte, um meinen Kämpfer zu retten. Weil ein Trank hätte mir auch nicht geholfen, weil das Körper zu stark war. Ich wäre aufgeschmissen gewesen ohne Tentoxer. Stunner. Warte, nimm das hier mit. JV erhält TM 34. Eine TM enthält Attacken, die Pokémon erlernen können. Man kann eine TM nur ein einziges Mal verwenden, außer man spielt eine neuere Edition. Aber in den alten, na, da nur einmal. Wähle also sorgfältig aus, welchem Pokémon du diese TM geben möchtest. TM 34 ist Geduld. Dein Pokémon absorbiert die gegnerischen Attacken und kontert mit doppelter Kraft. Okay. Du bist schuld, dass mein Kämpfer fort ist. Genau du! Na gut, lasst uns raus. Ich will hier raus. Lasst mich. Ich muss gleich trauern. Oh, ich hab den Zaun nicht gesehen. Hast du schon das Neueste gehört? Rocco, oder besser gesagt Robin, hat ein Pokémon von mir besiegt. Das geht doch nicht. Jetzt darf es nicht mehr an dieser Nuzlocke teilnehmen. Du musst ewig auf der Friedhofsbox verweilen. Hörst du mir überhaupt zu? Ja genau, ich rede mit dir. Guck nicht andauernd weg. So, ich heile trotzdem alle. Den Einsatz verpasst, Mist. Wollte mit summen. So. Oh, hier ist ja noch jemand. Was? Das Team Rocket befindet sich auf dem Mondberg? Das muss ich sofort melden. Verschwinde. Warum soll ich verschwinden, wenn du doch da unten stehen bleibst? Komischer Typ. Jemand ist PC. Zugriff gewährt. Box wechseln. Ja, einverstanden. Wir benutzen... Wir benutzen Box 12. Man musste das früher so wechseln. Kämpfer, es tut mir leid. Du warst ein gutes Mankey. Ein gutes Mankey. Leider haben wir es nicht geschafft, dich zu einem Razaf zu machen. Aber du warst trotzdem ein gutes Pokémon. Ich werde Professor Eich sagen, du bist eingeschlafen und so, aber da du ja unser Starter warst, wir werden dich vermissen. Leb wohl. Jetzt ganz wichtig in dieser Generation, die Box auch wieder zurückwechseln. Zum Glück ist da ein Symbol, woran man erkennt, auf welcher Box sich Pokémon befinden. Box Nummer 1. So, wen haben wir denn jetzt als erstes? Jenny, genau. Weil Amelie rockt momentan alles. Ich habe einen Verlust, aber auch ein gutes. Und ich wollte nachgucken, ist das wirklich TM Geduld oder enthält... Nein, da. Das war bloß der Standardtext. Aber sie wurden tatsächlich durchgewirbelt. TM 34 ist bei unserer Nuzlocke, bei unserem Randomizer, ein Rasierblatt geworden. Das heißt, wir könnten jemandem ein Rasierblatt beibringen. Ich will mal gucken, ob das geht. Oh, beide könnten es lernen. Ich heb mir die TM aber noch auf. So. Wir betreten noch die neue Route und es wird grün. Oh, da waren viele Trainer bei. Ich erinnere mich noch. So. Gegen das Mädchen hier. Gegen sie werden wir dann im nächsten Part kämpfen, denn die Zeit ist schon wieder um. Ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß wie mir. Und wir sehen uns dann. Euer JV Solaro.